So, nachdem wir jetzt in der Garage die Klingenspitze umgeändert haben, sieht sie jetzt so aus. Ein bisschen verstümmelt, aber ich denke mal, noch halbwegs annehmbar. Wir haben jetzt ungefähr einen halben Zentimeter verloren von der Gesamtlänge der Klinge. Genau, und jetzt fangen wir einfach mal an mit dem groben Schleifen. Ich habe jetzt hier, das ist ein Schleifstein, ein Nassschleifstein. Den habe ich jetzt wässern lassen. Der hat zwei Körnungsgrößen, sage ich mal. Einmal 400, das ist die hier, und einmal 1000 hier unten. Jetzt arbeiten wir erst einmal die Schneidphase mit dem 400er raus und danach gehen wir dann mit dem 1000er drüber. Und anschließend zeige ich euch noch meine anderen Schleifmethoden. Okay, fangen wir mal an. So, hier erkennt ihr es ein bisschen. Die sekundäre Phase ist angebracht. Bis vorne hin. Jetzt schauen wir mal. Ist ja schon scharf. Ja. Auch vorne. So, dann gehen wir jetzt auf die Tausender Seite. Noch ein bisschen wässern. Und starten mal. Zwischenstand. So, ich würde sagen, so ist in Ordnung. Jetzt ziehen wir es mal übers Leder. Dazu habe ich hier einmal das Grobe. Das grobe Leder hier. Gibt es ein paar Züge. Um vorne den Grat zu entfernen. Der egal bei welcher Schleifmethode mir verwendet mit einem Nassschleifstein, stellt sich immer so ein leichter Grat auf und der muss entfernt werden. Durch das Abstreifen hier entfernt man den schonungsvoll entgegen der Schneidrichtung sozusagen. Das Teil ist jetzt schon so scharf, normalerweise würde ich jetzt auf die zweite Stufe verzichten. Aber wir schauen jetzt einfach mal, ob noch was rauszuholen ist. Deshalb nehmen wir einmal hier den hier. Der ist noch feiner. Ja. Auf jeden Fall Rasiermesser scharf. Viel mehr werde ich auch nicht rauskriegen, aber das ist so schon im oberen Bereich. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr scharf. Ihr seht es schon.
einmal Konfetti gemacht. Sehr gut. So, nachdem wir es jetzt geschärft haben, machen wir mal die neuen Griffschalen drauf. Und da habe ich mir jetzt doch beide Seiten mit den Silvertech ausgesucht. Habe mich dafür entschieden, auch wenn hier oben, ja, man sieht so ein bisschen, auch wenn hier oben so ein leichter Riss drin ist, sieht es auf jeden Fall besser aus, als wenn ich ein rotes hier, so ein mattrotes mit dem Silvertech hier auf der anderen Seite nehmen würde. Das macht dann irgendwie nicht so viel her. Deshalb nehmen wir das hier trotzdem. Ich denke mal, der Riss, der ist zu verkraften. Damit kann man leben. Mal schauen, ob ich so drauf bekomme. Müssen wir eigentlich nur draufklipsen. So, jetzt ist es drauf. Genau. Ich hatte eigentlich gedacht, ich brauche einen Schraubstock dafür. Aber das geht auch so. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, hier sieht man noch das Spaltmaß. Die werden nur drauf geklipst. Man sieht es hier. Man hat hier wie so eine Tasche. Die ist auf Untermaß gefertigt. Und dann hat man hier oben den Niet. Der hat hier oben so einen kleinen Kopf, der ein bisschen absteht. Genau. Und dann ist es jetzt so, indem dieser kleine abstehende Knopf über das Untermaß gepresst wird, klipst er sich dann auf die Griffschale drauf. Und da muss man jetzt genug Kraft aufwenden, damit er auch seinen Weg geht, sage ich mal. Ja, bei denen hier ist es schon deutlich schwieriger. Ja. Ja, ist immer noch ein bisschen. Da muss ich dann doch nochmal mit der Zange ran. Kurzen Moment. So, weiter geht's. Ich habe mich bewaffnet hier mit einer Wasserpumpenzange und zwei Unterleghölzern, damit ich die Griffschalen nicht weiter beschädige. Und ja, wie habe ich es mir gedacht? Nehme ich erstmal ein bisschen mit hoch. So. Wir legen die Hölzer außen auf die Griffschalen drauf. Und auch von der anderen Seite. Und dann können wir mit der Wasserpumpenzange ganz einfach zum Beispiel bei dem Pin hier ansetzen und es leicht zusammendrücken. Und dann sind wir nicht direkt mit der Zange auf dem Plastik, weil das ist echt empfindlich. Geben wir noch eine Raste nach unten, damit das Maul am größten wird oder größer wird. Wir genug Kraft aufwenden können. Okay, das war ein bisschen zu groß. Jetzt sind wir in der dritten Raste. Okay, jetzt sind wir in der zweiten. Ja, da, Spalt ist direkt weg. Hier, ihr seht, hier der untere Spalt. Ist gar nichts mehr. Okay, hier, seht ihr noch? Der ist jetzt gleich auch weg. Gehen wir mal auf die Seite. Hier seht ihr immer noch. Da seht ihr auch gut den Pin. Hier. Müssen wir ein bisschen weiter hinten packen. Okay, gedrückt. Und auch hier das Spaltmaß ist am Pin weg. Jetzt sehen wir nur noch das eine Spaltmaß. Und das ist nur hier vorne eigentlich. Das ist nur noch der eine hier, der dritte Pin, der die Griffschale jetzt noch auf Abstand hält. Machen wir jetzt auch ganz einfach.
Nehmen wir wieder die Wasserpumpenzange und quetschen es. So, da ist es. Ziehen wir es weg. So, okay. Die Seite hat schon mal keinen Schaden davon getragen. Sehr schön. Und die Seite hier keinen weiteren Schaden, sag ich mal, bis auf den hier vorne. Okay, gefällt mir. Nochmal prüfen. Nicht, dass wir durch das Pressen irgendwie die Pins noch weiter verpresst haben, dass es jetzt nicht mehr zu öffnen geht hier. Weil durch mehr Druck hier drauf pressen die sich natürlich viel weiter zusammen und pressen die Platine und die Werkzeuge alles auch ein bisschen stärker. Aber das schaut gut aus. Geht alles noch super auf. So, genau. Aber es macht schon einiges her. Man sieht es schon echt schön. Gut. So, es hat gerade mal aufgehört zu regnen. Deshalb gehen wir jetzt mal raus. So, jetzt sind wir draußen. Und jetzt fehlt noch eine Sache, bevor das Messer fertig ist. Jetzt ölen wir es noch richtig schön ein. Dazu nehmen wir hier das Originalöl. Ich weiß, es ist zwar schweineteuer, aber also im Verhältnis zu der Milliliteranzahl, die man bekommt. Ich glaube, hier sind, ja, wie viel sind hier drin? 5 Milliliter kann das sein. Aber es hält auch eigentlich recht lange. So, fangen wir an. So, machen wir erstmal hier von außen ein bisschen was rein. Und hier auch. So, ich mache es dann immer so. Ich nehme es dann und mache die Werkzeuge ein paar Mal auf und zu. Und dann mache ich das gleiche von der Innenseite. Dann kommt hier auch noch mal ein bisschen drauf. Dann ist von beiden Seiten, kann das Öl dann reinfließen. Und durch das mehrmalige Öffnen und Schließen gelangt es dann auch wirklich in jede Ritze. Und lässt das Messer schön gleiten. So. Okay. Dann hätten wir das schon mal. Und dann als nächstes hatten wir die große Klinge geölt. Genau, die machen wir jetzt auch ein paar Mal auf und zu. Und machen hier von innen auch noch mal ein bisschen Öl drauf. Einmal so und einmal so, vielleicht auch hier von außen, direkt hier an den Spalt. So. Okay. Wieder bewegen, damit das Öl in jede Ritze geht. Und man hört es schon, allein vom Sound, vom Klackgeräusch. Das ist schon ein weiter Unterschied, als wenn man es nicht geölt hat. Dann läuft es so knarzig und macht nicht dieses typische Geräusch oder wenn nur ein bisschen. So, jetzt haben wir die Seite. Jetzt kommen wir zu der anderen Seite. Da machen wir auch wieder von außen. Einmal. Zweimal. Gut, hier war es jetzt vielleicht ein bisschen viel. Egal. So, hier auch noch ein bisschen. Und wieder bewegen. Von außen auch noch mal drauf. Okay. So. Das gleiche noch hier, da hatten wir es von außen, machen wir es gerade noch von innen. Aber ich merke gerade, allzu viel ist auch nicht mehr drin im Öl. Das heißt im Öl, im Ölbehälter sozusagen. Okay. So. Und zu guter Letzt kommen noch hier hinten. Zwei.
Wand von innen. Und hinten noch die Stechale von innen. Und dann sind alle beweglichen Scharniere oder Achsen, sage ich mal, geölt. So, jetzt fehlt nur noch eine Sache. Und zwar machen wir jetzt einfach noch hier in die schönen Griffschalen, die neuen schönen. Da kommen jetzt noch Pinzette rein. Einmal hier auf der Seite. Na komm, Fokus. Da ist er. So. Passt. Und auf der anderen Seite machen wir noch den Zahnstocher rein. Da ist er. Ja, und fertig sind wir. Hier nochmal von allen Seiten. Und ich muss sagen, also es ist echt schön geworden. So im Vergleich zu dem, wie es im Dreck gelegen hat. Schaut euch nochmal im Teil 1 nochmal am Anfang die ersten Sequenzen an. Der Unterschied, der ist wirklich, der ist schon enorm. Also das und auch gerade das Projekt hier. Ich hätte es natürlich auch zu Victorinox schicken können. Aber das hätte ja bei weitem nicht so viel Spaß gemacht. Da hätte ich gar nicht die Erfahrungen machen können. Und ja, scharf ist es auch. Schon cool. Okay, dann sage ich einfach vielen Dank für die Geduld, die ihr aufgebracht habt, alle drei Videos zu schauen. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Macht's gut.